Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sounds of the Forest. Ich wollte Songs sagen, nein. So, also ich bin hier zusammen mit dem lieben Silberhusky, der Hallöchen. allerdings nicht bei uns ist. Wir, das sind hier die Ureinwohner am Terrorisieren. Eigentlich sollten die uns terrorisieren, aber ich glaube, wir sind schneller. Und ich hoffe einfach mal, ich ziehe mir nicht den Zorn der Ureinwohner. Oder vielleicht doch. Wir rüsten mal den Speer aus. So, gut, ja, wir sind weiter auf Erkundungstour. Ich habe hier schon jede Menge Geraffel zusammengesammelt. Das Wasser, sind wir auch wieder sauber. So. Oh, lecker. Okay, er trinkt. Sollte ich vielleicht auch trinken? Ich habe den Dings in der Hand. Nö. Okay. Gut. Aber wir ziehen auf alle Fälle mal weiter. Durch den Wald, aber wir sollten so langsam Richtung Lager, weil es wird etwas düster. Dunkeln möchte ich eigentlich nicht im Wald sein. Deswegen nehmen wir jetzt mal Kurs aufs Lager. Uah! Oh Gott, du hast mich erschreckt. Huh. Dann stelle ich mal eine Blockhütte hin, Oh eine Gott, ein kleine Ureinwohner. Holzstöcker, Das ist Kevin. irgendwie, warum auch mal. Entschuldigung, du hast mich erschreckt. Hallo Schnake. Ach nein, halt, tut mir leid. Das heißt nicht Schnake, es heißt Stechmücke. Oh, hier ist ja hübsch. Geile Heilige, Nummer. was brauche ich dafür denn? Um Gottes Willen. Was ist das denn? Ein Wasserhase. Ah. Genauso wie mein Wasserreh. Ja. Das meint er hier so im Wasser sich hinlegen zu müssen, während dem Cut und ja. Jeden Fall ein schöner großer See. Gibt's bestimmt auch viel Fisch. Oder auch nicht. Die. Damit gehen kann ich sie ablegen. Nett. Okay, ich habe einen Haufen Feuerholz in der letzten Folge gemacht, das ich aber jetzt nicht mehr aufsammeln kann. Okay. Okay, bitte? Naja. Immer unser Flug weiter. Ich dachte, ich kann ein bisschen Dagger machen, aber. Kevin. Achso, Kevin, was ist denn mit Kevin? Ich frage mich nochmal, wo er ist. Naja, er kommt bestimmt wieder. Muss ihn rufen. Kommt doch sicher. So, taub. Taubstummer Kevin. Kelvin. Oh, viele Heilpflanzen. Für was auch immer, aber wir nehmen sie erstmal mit. Was haben wir hier Schönes? Geld? Ah, Flintenlaufgeschosse. Nett. Und hier? Leuchtfackeln. Dumm. Achso, ich schwimme, da kann ich nicht.
Ach so, wenn ich schwimme, kann ich die nicht messern. Das ist ja doof. Ah, da ist er ja. Hast du ein paar Klebebänder mitgebracht? Ich habe alles eingesammelt, was ich gefunden habe. Keine Ahnung. Ja. Okay. Hm. Feuerholz, ja. Feuer. Stärktes Feuer. Ich weiß nicht, was wir mit dem Feuerholz machen können. Irgendwas muss es ja sein. Feuer, würde ich sagen. Naja, nicht ganz. Das Feuer brennt mit ein paar Stöcker. Wie kann ich das jetzt? Ja. Ich setze das Messer in die Hand. Hm? Oh, da ist gleich noch eins. Bombe. Oh, ich hab was gefunden. Kevin. Was in aller Welt? Wieso frisst du rohe Eichhörnchen? Oh, nee. Nummer 1 waren das meine Eichhörnchen. Und Nummer 2, wieso frisst du. Na, ist egal. Kevin halt. Gut. Also, du hast jetzt hat tatsächlich. Hunger. Du hast dieses rohe Eichhörnchen gegessen. Na, wie cool. Gut, ich habe einen. Ein Elektroschocker. Du? Gefunden. Es gibt hier noch sehr viel mehr, ne? Er steckte in einem Haufen Schädeln. Wie schön. Okay. Ich hoff mal nicht, dass da einer sich verteidigen musste. Kann ich mein Eichhörnchen immer noch essen, obwohl der es gegessen hat? Hä? Kevin, du stehst auf meinem Essen. Ach, jetzt ist das. Na dann. Lass dir. Gönn dir, my friend. Oh, jetzt ist hier, jetzt kommt hier gerade. Oh. Was hat der denn? Der Kleintierkicker, ja. Hallo. Stockklar. Ja. Weird. Aber gut. Sie hat halt auch gerade ein rohes Kaninchen eingepfiffen. Meine Güte. Oh, Bambi. Was hast du denn für ein Problem? Lauf doch zu, Kollege. Und Bambi. Na. Oh, da ist noch eins. Die auch erdolchen mit dem Ding. So. Frisch. Das ist das schnelles Frischfleisch. Okay. Dann halt nicht. Bleiben wir halt bei Kleintieren. Oh, kleines Bambi. Hier. Hey, ich hab dich angestochen. Du bist relativ gesehen verletzt. Du müsstest jetzt sterben. Nö. Mist. Jetzt hat er keine nicht Puste mehr. Na gut, komm her. Fress mal das Eichhörnchen. Pferdchen, komm her. Wo ist dieses angestochene Bambi? Meine Güte. Es rennt da hinten durch den Wald. Was sollst du denn machen? Ich hab Fleisch, oder so ist es nicht. Ja, ich hab auch gekochtes Fleisch. Ja. Gut. Hat's geklappt. Ja, ich darf einfach nur nicht wegrennen. Richtig. Machen wir erstmal Licht an. Sehe ich mehr. Irgendwas wollte ich noch. Irgendwas. Handgranate. Nein. Was ist denn? Irgendwas wollte ich noch. Nein, nein, nein. Tierhaut? Nein. Ja. Na, dann nehme ich ein paar Steinstöcker wieder auf. Das nicht. Den da
Grillanlage, Steinlager. Gegrilltes Eichhörnchen. Lecker, lecker, lecker. Ein Stammlager. Aha. Warte mal, Steinlager groß und Steinlager klein. Du stehst in Flammen. Oh ne, Kevin. Ich stehe in Kevin. Und einer ist jetzt hier gerade durchs Feuer gelatscht und hat kurzzeitig gebrannt. Ja, dann kannst du nur so Kelvin sein. Sag mal, bist du bekloppt? Typ, der steht hier voll im Feuer. Alter. Ich glaube, jetzt ist Kelvin tot. Wieso? Nee, er lebt, er lebt. Er ist ein Idiot. Geht doch einfach vom Feuer weg, bis ich hier mein Fleisch. Wobei ich. Ja. Das Fleisch so lange zum Grillen, ja. Ja. Okay. Ein bisschen. Hallo, Kelvin, folge mir. Ah, jetzt. Was, du hast. Wie krieg ich das wieder raus? Hallo? Die verschließen? Ah. Nö. Das ist vielleicht. Du musst ein bisschen warten. Hä? Ich hol. Ich will doch nicht. Alter, du kannst doch nicht so heiß essen. Haben wir schon. Hab ich das mir jetzt so heiß eingepfiffen? Scheint mich zu stören. Also Kevin, du mal bist gucken, so ein seitige Idiot. 10 Meter. Was machst du denn? Was machst du dann? Was macht wer? Ich habe zu ihm gerade gesagt, er soll 10 Meter beseitigen. Mhm. Na denn. Ach. Da. Der hackt jetzt alles im Umkreis von 10 Meter. Kurz und klein. Naja, dann ist er wenigstens beschäftigt. Baumfeld. Er sollte auch nicht auf dich fallen, übrigens. Ne? Ja. Das bekommt nicht gut. Nee. Kannst du ein Stammlager bauen? Stammlager? Ja. Oh, Moment, ich hab was beschäftigt. Steinlager? Weißt du was? Mach ich's. Ich mach ja. Kurz ein Stammlager. Hallo? Wo bauen wir das am besten hin? Ach, weißt du was? Direkt neben mir. Alter! Nein! Verfluchte Axt! Weißt du? Nee, halt, das brauchst du ja gar nicht. Ich glaube, wir sollten Rehe mit Pfeil und Bogen jagen. Ja. Würde ich auch behaupten. Ich dachte, es hat sich verbuggt. Aber hat er es nicht. So, jetzt sitzt Kevin hier rum. Zwischen den Häschen. Okay. Okay. Gut. Gut. Das ist wohl so. Hab ich mich erschreckt vor irgendwas? Nö. Kelvin, ich glaube, das Wichtigste, was wir erstmal brauchen, ist so ein Ding zum Speichern hier, so ein Schlafplatz. Ja. Kelvin. Mhm. Draußen, was sind wir hier im Zoo? Ist alles voll mit Viecher. Kelvin? Ach, da drüben. Der sitzt am Wasser. Z plus Stock plus Planer, na dann. Hol Stöcke. Das ist eine. Ach, jetzt geht das schon. Okay, ja. So. Das. Ja, genau. Will ich nicht ausrüsten. Stock. Ach, gibt's auch noch spezielle Planer? Was ist da hinten? Kevin steht schon wieder in Flammen.
Kevin, ein heißer Typ. Ein sehr heißer Typ. Ach, die muss ich in die Hand nehmen. Ah. Ah, ich hab sie schon in der Hand. Perfekt. Ja, passt. So, ich brauch noch 4 Stöcke. So. Ui, was brauchst du denn da? Hier, in was, wo man speichern kann. Ah, ich hab da hinten angefangen. Okay. Was denn? Oh, perfekt. Ja, hier hinten so eine kleine Hütte hab ich angefangen. Eine kleine beschauliche. Ja, perfekt. Das Stammlager kann gebaut werden. Yippie! Sehr gut. Lass mal hier so ein. Uiuiui, sind die schwer. Und zur Sicherheit. So. Hier schweben Steine in der Luft. Ja, da ist vorher Kevin mit seinem Ding draufgefallen. Okay. Jetzt schon so ein Stammlager Dingensbums gebaut? Hab ich gebaut, ja. Liegt hinter dir. Das scheint aber voll zu sein. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nichts reinlegen. Ne? Nö. Komisch. Doch. C. Okay. C? C, wie Chamäleon. Oder lass mal fallen. Ich kann E drücken, aber nicht C. Au, 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 au. Ja, Vorsicht. Manu, jetzt kann ich es nicht aufnehmen. Weil ich irgendwas gebaut habe damit. Hä? Was in aller Welt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt. Jetzt kann ich es aufnehmen. Ja, das Stammlager ist voll. Okay. Naja, bauen wir ein Haus damit. Alter, 44 Baumstämme. Ui. Jo. Brauchen wir auch noch verschiedene Holzgrößen. Ui, 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 ui. Ja, ja. Eine Red. Ups, das macht schief gegangen. Du das gerade? Ich habe hier gerade einen Baum gefällt, ja. Na, ich meine dieses Rumgequieche. Das war ein Reh. Ah. Na denn? Nein, nein. Nein, dein Tier wollte auch nicht. Hey, nein. Ja. Wollte ich schon gar nicht. Hm.
Ui, shit. Ich stehe bleiben. Uiuiuiui. Einfach, einfach Holzschlitten und Holzschlitten. Nein, nein, nicht den. Nicht den. Dann brauche ich mal den anderen, den einfach Holzschlitten. Ich brauche nur 33 Holz. Stöcke. Ach, klar. Hier nichts anbauen? Okay. Wie, du kannst nichts bauen? Nö. Hey. Ist das so buggy? Okay. Wow. Ah, doch. Wollte ich gerade sagen, geht doch. Du musst nur auf die andere Seite. Okay. Diese Steine liegen alle irgendwie jederzeit woanders. Hä? Kann man die irgendwie... Warte mal, Kohle. Kohle. Dämme und. Kälte füllen. Kelvin, du siehst scheiße aus. Ui, was haben wir hier drüben denn Schönes? Eine Wodka. Oh, wir können uns betrinken. Ich habe Wodka gefunden. Hm. Ein Armbrustbolzen habe ich gerade gefunden. Nett. Hm, gut. Eine Re. Da wieder eine Re. Re, 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 Re. Komm hier. Ah, ich hab dich geschlagen, kleines Reh. Aber ich hab Hunger. Bisschen klein, ne? Das war ich. Es wirkt von außen immer so klein. Aber man kann ja noch einen Anbau hinsetzen. Ist auch klein. Theoretisch müsste auch noch ein Zaun drumherum. Ja, kommt alles. Das kommt alles. Kannst ja Kelvin sagen, er solle die Behälter füllen. Behälter? Ja. Kannst sagen, Kelvin, hole Stöcker und fülle Behälter. Dann geht er los und füllt die Behälter auf. Ich hoffe, er tut es. Hm. Oh ja, tatsächlich, er tut es. Kelvin, mein Freund, wo bist du? Hallo, Kelvin? Was hab ich vorher machen können? Ach du Heilige, wo ist denn der? Könnte ich ein bisschen durchschalten.
Kelvin, was machst du da drin? Au! Das war sehr intelligent von mir. Okay, du tust es dir gut gehen lassen. Das wollte ich doch gar nicht. Nein, 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 nein. Kelvin, Kelvin, warte, Kelvin, hallo, Kelvin. Hol Stöcke und. Ja. Ah, okay. Interessant. Er ist zu weit weg. Wenn er zu weit weg vom Lager ist, dann funktioniert das also nicht mit dem Behälterfüllen. Ja. Gut. Kommt ein Abendessen angehüpft. Und ich hab's nicht mehr gekriegt. Du. Interessant, okay. Man muss es nacheinander bauen. Weiß ja, wo es ist, oder? Baumfeld, Vorsicht! Oh oh. In welche Richtung? Au! Genau runter. Au! Aua! Hab ich Kopfweh. Ups. Das nächste Mal passt auf, wohin du einen schmeißen tust, okay? Pass auf, wo du stehst. Alter. Der kam aber wirklich sehr ungünstig. Dann stütz ihn das nächste Mal ab. Ich glaube, das geht. Ich hoffe, das geht. Du kannst aber die Pfeilrichtung bestimmen. Möchte ich jetzt mal ausprobieren. So, wir stützen einfach mal. Oh, okay, das geht. So. Ach, das geht da rein. Ach, deswegen ging das gerade nicht. Mhm. Ja. Ja, aber hier fehlt doch noch. Na egal. Ist eben so. So, wo ist der abgestützte Astbaum? Da. So, dann möchte ich, dass dieser Baum in diese Richtung fällt. Ich habe ihn aber in diese Richtung, in die er fällt. Nein! Mäh. Abgestützt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir uns den Zirkus mal an. Ich habe den Stamm gerade halbiert. Ich, ja. Also normalerweise hackt man die Bäume an. Ich probiere das jetzt auch nochmal. Mhm. So, bin ich weit genug weg. Oh. Machen wir mal den hier. So, ich hack den jetzt hier an. Huch. Aber bitte nicht wieder in meine Richtung kippen lassen. Baumfeld. Kevin, musst du jetzt hier Stöcker sammeln? Mhm, muss er. Ja.
Langsam wird's dunkel hier. Ja. Die Nacht bricht rein. Wo ich denn jetzt hin? Ach ja. Komm, bleib stehen. So. Na dann, lebe weiter, liebes Reh. Ich hab nur Hunger. Schon wieder. Ja, ist gut. Das war allerdings kein Reh. Nee? Nein, das war ja. Eine. Das war was? Ureinwohner. Oh. Irgendwie hat bei mir auch gerade einer gegrunzt, aber hier ist keiner. Umfeld, ups, ich bin Lager. Mal gucken, wie voll ich diesen Wagen laden kann. Und mal gucken, vielleicht finden wir auch ein paar Ureinwohner. Das ist nicht allzu schwer. Na, okay. Ich würde es nur am Tage machen. Wenn es dunkel wird, wäre ich vorsichtig. Ja, dann würde ich mal sagen, ich beachte deine Warnung. Wie viel kann ich in diesen Wagen laden? Kevin! Himmel. Anscheinend viel. Ja, das war's. Ja, aber wir haben ein Feuer. Ob das so hilft? Weich ist. Zweifelst du? Oh, wir sehen. Okay. Wir brauchen jetzt 3/4 Stämme. Mhm. Oder? Nee, lange und halbierte. Ja, warte mal, die halbierten sind für die Tür. Ja, ich habe hier drüben den ganzen Wagen voll. Okay. Er kommt, die Wagenladung kommt. Irgendwie, ja, ich will wenigstens die noch mitnehmen, die hier liegen.
waren glaube ich nur noch Ui. Zwei. Und wie häng ich die ganze Zeit irgendwo? Aber jetzt, hui! Ja, naja, glaube ich mal, hoffentlich. Das Holz ist da. Ja. Oh, schon wieder alle. Pferdchen, du lässt hier Medizin liegen. Ich hab keine Medizin weggeworfen. Kelvin? Kelvin? Hallo, Kelvin? Wo bist du? Da hinten. Die Dreibeinige ist wieder da. Die tut ja nichts. Ist ja lieb. Die ist lieb? Okay. Sie sieht nur etwas gruselig aus. Oh oh. Nee, nee, da fällt schon richtig keine Angst. Gut. Das passiert mir nur einmal. Kelvin? Hallo, Kelvin. Wo bist du? Direkt vor mir. Musst du sein. Ach, das ist jetzt das Dach. Okay. Ja, ich bin hier im Wald. Ja. Gerade an dir vorbeigelaufen. Da ist die Dreibeinige. Hm. Pferdchen. Kelvin ist jetzt im Dorf. Irgendwo. Oh Gott. Ach, da ist jetzt, da ist Kelvin. Hallo, Kelvin. Warte, warte, warte. So. Stämme. Ah, und das Dach ist fast fertig. Also eigentlich ist die Hütte gleich fertig. Behälter füllen. Cool. Gut. Gott, ich überziehe gerade meine Aufnahmezeit, fällt mir ein. Verdammt. Upsi. Naja, dann machen wir mal ganz schnell Pause. Warte, ich den. Ja. Ich will jetzt dieses Haus noch fertig machen. Also, dann können wir Pause machen. Gut. Ein toter Baum. Feuer sieht, wow. Also es wird ja richtig dunkel hier in dem Spiel. Ja, naja. Das Dach haben wir fast dicht. Was drin? Ja. So, es fehlen noch drei Stämme. Da rein. Ach so, das ist wie eine. Hast du schon fertig? Die Hürde ist fertig. Gut. Das ist wie eine Pendeltür, alles klar. Ja. Ich moderiere jetzt mal ab. An der Stelle sage ich mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal im etwas chaotischen
Wald. Mit seltsamen Menschen, seltsamen Ureinwohnern, seltsamen Spielern, seltsamen Tieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Naja, alles seltsam. Ja, bis nachher. Ciao.